In Bonn begrüße ich die Iranerin Shirin Ebadi, Friedensnobelpreisträgerin und Menschenrechtsaktivistin. Ihr Zentrum für Menschenrechte hat das Regime ja schon im Dezember geschlossen und Sie selbst verließen den Iran einen Tag vor den Wahlen und Sie sind jetzt auf Einladung der Deutschen Welle in Bonn. Frau Ebadi, wir haben gerade gesehen, wie wenig Menschen noch offen demonstrieren. Ist die Bewegung am Ende? Diese Bewegung ist nicht am Ende. Aber da die Gewalt der Regierung stark ist, hat sie ihre Form geändert. Jetzt rufen die Menschen abends um 10 Uhr aus ihren Fenstern heraus, Allah ist groß, und zeigen ihren Protest auf diese Art und Weise. Oder die Mütter, deren Kinder getötet wurden, verschwunden oder verhaftet worden sind, die ziehen sich jetzt schwarz an und kommen samstags um 19 Uhr im Park zusammen und schweigen. Jetzt gibt es andere Arten des Protests. Viele Ihrer Mitstreiter sind auch unter den Verhafteten. Sie sprechen von Tausenden, die inhaftiert sind vom Regime. Wie ist deren Zustand? Die Verhafteten dürfen keinen Besuch von ihren Familien bekommen und sie dürfen keinen Verteidiger haben. Wir wissen nicht, wie es ihnen derzeit geht und wir machen uns große Sorgen. Was meine Kollegen angeht, so sind derzeit Herr Abdol Fattah Soltani und Herr Dadra im Gefängnis. Sie befinden sich in Einzelhaft und ihre Rechte werden ihnen vorenthalten. Was erwarten Sie angesichts dieser Entschlossenheit, man könnte sagen Brutalität des Regimes, was erwarten Sie vom Westen? Ich hoffe, dass der Westen bei seinen Verhandlungen mit dem Iran über die Frage der Kernenergie hinaus auch die Verletzung der Menschenrechte und die Gewaltanwendung seitens der Regierung anspricht. Das heißt, der Westen sollte nicht nur an seine eigene Sicherheit denken, sondern das Schicksal der Menschen im Iran sollte auch für den Westen wichtig sein. Wie ist Ihre Zwischenbilanz? Was bleibt von dieser Protestbewegung? Von der Bewegung sind übrig geblieben die demokratischen Forderungen der Menschen. Die Menschen haben das Ziel, eine demokratische Ordnung im Iran zu errichten. Frauen, Arbeiter und Studenten, alle Schichten der iranischen Gesellschaft wollen das. Sie wollen die Demokratie. Zusammenhalt der Demonstranten ist natürlich eine Sache und Selbstbewusstsein der Opposition, aber das Regime sitzt immer noch ziemlich fest im Sattel, finden Sie nicht? Ja, das ist so. Aber wenn die Menschen geschlossen etwas fordern, dann ist die Regierung letztendlich gezwungen, auf die Forderungen der Menschen einzugehen. Es ist nicht möglich, eine Nation ewig zu unterdrücken. Die Familie der getöteten Demonstrantin Neda, die will, dass Sie nach Teheran kommen und die Verteidigung übernehmen. Werden Sie das tun? Ja, das werde ich sehr gerne tun. Seit 17 Jahren verteidige ich ausschließlich Opfer der Verletzung von Menschenrechten und politische Gefangene. Ich werde auch Neda, die auf offener Straße unschuldig getötet wurde, mit Stolz vertreten. Eine Rückkehr nach Teheran ist auch gefährlich. Sie wurden selbst schon mehrfach mit dem Tode bedroht. Haben Sie im Iran Angst um Ihr Leben? Ich habe mehrmals Todesdrohungen bekommen. Diejenigen, die mich bedrohen, haben eine bestimmte Absicht. Sie wollen, dass ich mit meiner Arbeit aufhöre. Ich habe aber nicht vor, etwas zu tun, was meine Feinde freut. Shirin Ebadi, Menschenrechtsaktivistin und Nobelpreisträgerin, Aktivistin in einer turbulenten Zeit in ihrer Heimat. Danke für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen.